Sonnenuntergang hier am Mosquito und ja, weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4. Die letzten Stunden jetzt hier gerade mit ein wenig Licht am Moskitosee und hier war ich ja schon lange nicht mehr und ich habe mir einfach gedacht, komm, teste einfach heute mal auf ein bisschen was Kleines, was hier so alles beißen soll. Also, Randa. Ich habe in den letzten Tagen schon mehrfach gehört und auch gelesen, was denn hier schon wieder abgehen soll und ob hier was beißt und was denn hier so geht. Und zwar hatte ich jetzt die Tage im Discord auch schon wieder gelesen vom Devilus. Ja, Alter, hier an dem Spot, da geht der Kaulbarsch. Einer der kleinsten Fische im Game, aber auch durchaus wertvoll. Also ein Fisch, den man echt nicht vernachlässigen sollte. Und ich hatte das auch hier im Ingame-Chat, im Feierabend-Chat, habe ich den Devilus auch immer mal wieder gesehen, wie er da Kaulbarsche am rausziehen. Da habe ich schon gedacht, Alter, was macht denn der Lümmel da, Alter? Geht er jetzt auf Kaulbarsch oder was? Und tatsächlich hat er reingeschrieben im Discord, auch da wieder der Link unten unterm Video, unter Spots und Angelsets und Montage und so weiter, hat er reingeschrieben, hier Kaulbarsch am Moskito auf 97,58. Stimmt das überhaupt? Ich muss es mal eben kontrollieren. Ja, so ungefähr. 97,84. 58 habe ich gesagt. 97,84. 97,84. Boah, also hier. Und dann 15 Meter hier also rein. Ne? Wenn man hier so startet, einmal über die Brücke rüber, durchs halbe Dorf gerannt. Und dann hier im Knick 15 Meter reingeklippt. Und ich sehe hier auch schon gerade die Schnur wieder ein wenig wackeln. Das ist natürlich bei so ganz kleinen Fischen schon immer ein Anzeichen, dass hier was gehen kann. Und da zuppelt auch schon die nächste. Durchaus möglich. Da ist er schon. Und sogar schon richtig mit Schmackes, Alter. Das kann schon genauso weitergehen. 78 Gramm ist ein sattes Gewicht für so einen, zack, für so einen kleinen Kaulbarsch. Und da ist jetzt natürlich auch wichtig, dass man hier ein bisschen auf Frequenz geht. Zack, der nächste. Im Idealfall maßig. Der hat sich wieder gelöst. Im Idealfall maßig. Dann lohnt sich das natürlich auch. Gehen wir mal eben hier auf Set ein. Das passiert schon mal. So, mal die Bremse auf 29. Nicht ganz zu. Wenn sich das... Ich bin hier mit dem ganz kleinen Set nur, ne? Gucken wir mal eben rein hier. Also, das hier ist wirklich Basic, Delicious, Basic Anfänger Starter Set. Also nicht Starter Set aus dem Shop unter dieser Rubrik Sets und Co., sondern das ist Starter Set, was noch günstiger ist und mit dem man wirklich von vornherein richtig gut angeln kann. Das ist die Sorento FD100. Nicht die größere 110, 20, 30 oder was zu nehmen, sondern die 100er reicht. Die ist einfach nur ein bisschen kürzer, dafür aber auch günstiger. Und dann hier wichtig die Rolle, die Starterrolle, die Spark 3000. Da dann lieber einen Silber mehr ausgeben und die etwas größere Rolle nehmen. Ja, und dann einfach eine leichte Schnur da drauf, einen Blei da drauf. Das 60 Gramm ist schon fast zu schwer, da reicht auch ein 30 Gramm Blei. Und hier jetzt dann in dem Fall habe ich jetzt einen 18er Haken und ich glaube, man startet tatsächlich das Game auch. Ne, ich glaube, im 16er startet man, ne? Irgendwie einen von diesen komischen, ganz einfachen Haken, mit denen startet man. Und ich wollte eigentlich mal ausprobieren, ob es nicht auch größer geht. Ich glaube, ich baller mal. Komm, ich teste mal einen mittleren. Ich nehme mal einen 10er und einen Regenwurm. Einfach nur, um vielleicht die Chance drauf zu haben, dass die Kaulbarsche vielleicht noch ein bisschen mehr Speck an den Rippen haben, Algen. Da wäre doch mal was.
So. Barsch. Geil, Alter. Barsch ballert auch schön rein. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was es so gibt. Ich habe jetzt hier gerade schon den halben Tag über gestanden. Habe hier auch schon ein bisschen was rausgezogen. Regenwurm, und das ist halt das Schöne jetzt hier an dieser Stelle, an der Methode, an dem Set. Regenwurm hat man von vornherein. Wenn man keinen Regenwurm mehr hat, kann man als Anfänger einfach zum Waldsee gehen und dort holt man sich dann nochmal das Ersatzset, und zwar das Ersatzset, das Ersatzposenset, und da kriegt man automatisch nochmal Regenwürmer dazu. Regenwürmer sind auch im Shop mit sehr oder mit die günstigsten Köder, also wahnsinnig günstig. Von daher kann man sich das auch gut leisten. Also, gehen wir mal. Eieiei, guck mal hier, ey. Alter, guck mal hier. Oh, fette Karausche ballert hier auch mit rein, ey. Also, ich sage dir ja immer wieder, mir macht dieses. Alter, das Kleinfischangeln macht mir aber auch echt immer wieder Spaß, ne? Das ist schon geil, Alter. Das ist so ein bisschen so Jugenderinnerung, Alter, mit der kleinen Angel oder einfach mal was reingehalten. Und dann freuen, wenn so ein scheiß Rotauge da mal gebissen hat. Und da, ah ne, das ist ein Aaland. Ich wollte schon sagen, da ist jetzt schon das Rotauge. Die lassen sich jetzt nicht mehr blicken, weil ich sie nicht schätze. Ach doch, ich schätze sie eigentlich schon. Ich mag die. Also Rotaugen kann man doch mal schön angeln. So, jetzt machen wir hier. Guck mal da. Alter, geht auch sogar in die Bremse hier. Zack. Bremse nie zu weit oben halten, ne? Immer langsam hochdrehen, Stück für Stück. So, jetzt knackert es nicht mehr. Und, so ein bisschen knackert es noch. Aber das geht auch schon hier. Da ist es, dickes, fettes Rotauge. In der Gewichtsklasse übrigens auch sehr, sehr gut. Immer wieder rausziehen. Gerade für den Anfang ist es ein Fisch, den man durchaus mal auch in hoher Frequenz angeln kann. Und wenn man da einen Spot hat, wo viele Rotaugen gehen, mit einem, ich sag mal, etwas größeren Haken auch da ruhig probieren, einfach Gas zu geben, viele Rotaugen rausziehen, dann lohnt sich das auch silbermäßig. Ja, bisher noch nicht so viele Kaulbarsche. Ich bin sehr gespannt. Kaulbarsch, auch Kaulbarsch als Trophy oder so, rasselt durchaus auch mal auf Riesenhaken ein. Man hat dann vielleicht einen dicken, fetten Tauwurm dran oder so. Die sind dann so verfressen. Dann hat man da so einen kleinen, winzigen Kaulbarsch, der fast noch kleiner ist als der riesen Tauwurm. Aber die kennen da nichts, ne? Die kennen da einfach nichts. Die ballern da rein. Und manchmal dann auch eben mit, weiß nicht, über 100 Gramm, 120 Gramm. Richtig dicke Brocken. Ey, was haben wir denn hier, ey? Wieder einen kleinen Barsch. Das Wichtige halt hier am Moskitosee, alles mitnehmen. Ne? Alles mitnehmen, gerade wenn man hier anfängt. Man hat vielleicht so die ersten 3-4 Stunden in dem Game, hat sich vielleicht nach den ersten paar Stunden, konnte man sich vielleicht schon das erste Sorrento-Set hier leisten. Dann hat man noch eine Stippe hier, plus eben die erste Grundroute. Also in diesen ersten Stunden, da einfach hier, muss man ja hier mit der Stippe vielleicht dann stehen, einfach alles rausziehen, was geht. Aber auch hier immer darauf achten, Kescher voll machen oder zumindest so ungefähr 50% voll machen, dass da 50 Fische drin sind. Dann verkaufen gehen, und zwar hier hinten am Fischmarkt, nicht am Fischmarkt, sondern am Café, Kaffeeaufträge fertig machen. Und dann nicht aber alles den Rest verkaufen, sondern dann einfach weiter angeln, wieder irgendwie die Bestände auffüllen, und dann ergibt sich vielleicht in der Zwischenzeit hier im neue Aufträge. Und wenn man dann irgendwann keine Lust mehr hat und sagt, ja, jetzt gehe ich erstmal pennen nach ein paar Stunden, dann kann man erst im Fischmarkt alles verkaufen. Vorher halt hier im Café immer wieder die Aufträge abarbeiten und danach weiter angeln und dann die nächsten Aufträge und dann gehen vielleicht welche raus und es kommen neue rein und so halt deutlich schneller, so kommt man halt deutlich schneller an das Silber und dementsprechend dann auch schneller, jeppa, schön, an neues Angelsetup, an neues Equipment. Und wenn man dann hier dreimal hier dieses Sorrento-Set hat, ich glaube, das hier so
So ist es relativ klassisch auch eingestellt, ne? Man hat hier die Tragfähigkeit der Rute, 4,6 Kilo. Man hat 3 Kilo Bremskraft auf der Rolle und 3,1 Kilo Bremskraft oder Tragfähigkeit auf der Schnur. 120 Meter ist da drauf. Dann nimmt man ein kleines Blei, 30 Gramm oder 60 Gramm. Ich glaube 30, wie gesagt, würde völlig reichen. Kleinen Haken da dran und dann gib ihm. Auch am Anfang müssen es hier nicht diese Berserk-Hooks sein. Kauft euch am Anfang die kleinen, diese roten. Ich zeige die jetzt gleich nochmal. Die habe ich jetzt auch lange auf dem zweiten Account verwendet. Habe damit lange, lange rumprobiert. Boah, schön. Sehr schön. Ich zeige die mal eben, diese hier. Als 20er, ich empfehle immer drei Größen für den Start. 20er, 10er und 4er. Das sind so die drei Größen. Wobei ich zuletzt diese 10er kaum noch verwendet habe. Vielleicht kann man da sogar eher sagen, man nimmt einen 20er, einen 12er Haken, weil man den später auch noch häufiger braucht. Und trotz allem dann eben nochmal den 4er. Weil der 4er eben ein sehr guter Haken ist, um zum Beispiel auch auf Karauschen und so zu gehen. Damit die eben richtig fett werden. Man will nicht nur die normalgroßen, sondern man will die richtig dicken Fetten. Oh, ich muss wieder auswerfen hier. So, zack. Kann natürlich sein jetzt hier, das ist ein Clip eingestellt auf 15 Meter. Der Schnurclip. Kann natürlich sein, dass ihr da mit einem 30 Gramm Blei maximal auswerfen müsst. Und dann, ja, hier einfach entspannt ein bisschen abwarten, ob da was zuppelt und ob da was geht. Ich gucke gerade nochmal rein. Es gibt hier auch so ja, diesen kleinen Anzeigebug. Das heißt, man sieht, wenn ein Fisch beißt, auch am Text, der wiggelt dann ein bisschen. Gucken wir gleich nochmal ein bisschen rein. Und ansonsten halt immer darauf achten, nie die Bremse zu hoch machen. Wenn das Set jetzt so zusammengebaut ist wie hier, kann eigentlich nichts passieren. Bremse auf maximal auf die 29. Am besten nie die Bremse zumachen. Das so zu den Basics noch. Wie gesagt, wichtig auch bei den Basics. Immer schön als erstes im Café verkaufen. Kauft nicht zu viel Schnickschnack. Am besten kein Essen und kein Trinken kaufen für den Anfang. Alles sparen. Immer ein bisschen als Ziel haben, dass ihr so in den ersten 20 Leveln rund 7000 Silber zusammenangelt. Das wäre schon nicht so schlecht. 20 bis Level 22 ungefähr, dass man dann so, naja, ich sag mal, über 7000 Silber sollte man vielleicht haben, dass man dann als nächsten Schritt und als nächst besseres Setup sich richtig gute, massive Grundrouten schon leisten kann, um ein paar dicke Karpfen rauszuziehen und sowas. Wenn man das nicht hat, dann kommt man irgendwann in, ja, dann wird es irgendwann langweilig. Man kommt halt nicht wirklich in Schwierigkeiten, aber man hängt dann immer an diesen kleinen Fischen rum und irgendwann wird es halt echt langweilig. Man will ja auch mal ein paar dicke Brocken rausziehen. So, jetzt ist hier gerade ein bisschen Flaute, eigentlich ein bisschen eigenartig, gerade für diese Nachtfische. Gucken wir gleich nochmal rein, wie sich das Ganze hier jetzt so ergeben hat, so als Kescher in Gänze. Und dann rechnen wir auch gleich einmal ab. Oha. Na, seht ihr mal, hier können auch die Dicken. Hier können auch die Dicken. Wir haben ja gerade hier noch vom 12er Haken gesprochen. Und ich habe mir gedacht, komm, Alter, nimm mal direkt hier den 12er Haken auch drauf. Und wenn sowas Dickes hier reingeht, ruhig bleiben, langsam. Immer darauf achten, dass man die Bremse halt nicht zu hoch hat. So, jetzt ist sie hier so im roten Bereich. Das ist alles ganz entspannt. Am Ende vom Rot ist tot. Und da kommt nochmal eine dicke, fette Karausche an. So, langsam ranziehen hier. Vielleicht auch einfach so ans Land ran. Drauflatschen. Zack, da hat man sie. 1,3 Kilo. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So können die sein, ey. So dürfen die sein. So, und dann wieder raus. Ich habe auch noch mal ein bisschen mehr so in Richtung von dem 3-Meter-Loch hier geworfen. Das heißt, einfach mehr hier auf die in Richtung der 3. Wobei es wahrscheinlich alles da 3 Meter tief ist. Und gerade eben hatte ich ja noch gesagt, ja, man erkennt,
wenn ein Fisch beißt, auch so ein bisschen hier am Text. Und ihr seht es vielleicht, der Text, dieser Bug, es wackelt hier so ein bisschen rum. Das heißt immer die Anzeige dafür, dass da auch irgendwo ein Fisch dran ist. Und das hier, das ist die Taste R. Damit kann man die Drillgeschwindigkeit einstellen, aber nur, wenn kein Fisch dran ist. Das heißt, immer wenn Fisch dran ist, dann macht es blöp, blöp, blöp. Falsch, geht nicht. Die Drillgeschwindigkeit. Oh. Guck mal da, Alter. 98. Zack. So. Dann wieder abstellen. Mit Y straff ziehen die Schnur. So. Dann können wir hier mit G nochmal eben kontrollieren. Ist irgendwo ein Biss? Nee. Der Text, der wackelt gerade nicht. Also ist auch nirgendwo ein Biss. Irgendwann werden die das fixen. Irgendwann werden die das fixen. Und dann wackelt das wahrscheinlich nicht mehr, wenn da ein Fisch dran ist. Aber solange das so ist, nutzen wir das natürlich aus. So, guck mal da. Da geht die Schnur runter. Da wird gleich einer beißen. Oder vielleicht hat er sogar schon gebissen. Können wir eben kontrollieren. Jetzt, da seht ihr es, jetzt wackelt es los hier, die Schnur. Ja, aber hier sieht man es dann natürlich auch. Aber man sieht es natürlich sofort auch am Text. So. Und da ist er wieder, der nächste Kauli. 86, Alter, ein bisschen weiter. Auswerfen, abbrechen, sofort nochmal linke Maustaste drücken. Zack, und sofort abgebrochen. Jawolski. So, ein bisschen straff zieh wieder die Schnur, jawohl. Perfekt. Ja, das sieht doch ganz gut aus bisher. Da sind doch schon einige reingerasselt, einige maßige halt auch dabei. Das ist halt wichtig. Schön die maßigen Brocken alle rausziehen. Und dann hoffe ich natürlich, dass da gleich auch ein paar Aufträge sind im Café. Jawohl, da ist ein Biss. Ja, hier ist er dran. Also ich heb immer erst auf, drücke dann R und dann die linke Maustaste. Weil man kann zwischendurch eben auch, man hebt zum Beispiel die Rute hoch, dann man denkt, da ist einer dran. Und dann ist da keiner dran und man, oder der zuppelt gerade, er hat vielleicht noch nicht richtig gebissen. Wenn man dann dieses Bling-Bling hier auf der R-Taste noch nicht hat, dann lieber nochmal die Rute runtersetzen, nicht so viel bewegen. Sobald man den dann vielleicht mit der Schnur, wenn man daran rumzuppelt, und man könnte man den halt wieder verscheuchen, den Fisch. Und so, wenn man sich halt nicht sicher ist, ob da jetzt einer dran ist oder nicht, aufheben. Ah, ist noch nicht dran, schnell wieder runter damit. Warten, ob dann einer dran geht oder nicht. Und im Idealfall zieht er dann nochmal ab. Also lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Und gerade auch beim Grundangeln, bei den etwas größeren Fischen, jetzt gut so ein kleiner Kaulbarsch, der zieht halt nicht ab, ne? Der zuppelt da und der kriegt quasi, ja, der kriegt das gar nicht alles weggezogen. Aber da, guck mal, das sieht man jetzt hier sehr schön. Am besten so warten, bis die Rute oder die Rutenspitze so richtig schön runtergeht. Oder hier auch. Dann sind die da jetzt dran. So. Was habe ich denn hier eigentlich? Habe ich hier eigentlich gar keinen. Ich habe gar keine Bimmel dran, fällt mir gerade erst auf. Kann das sein? Tatsache. Ich angel hier ohne Bissanzeiger und keiner sagt mir das. Oh Mann, ey. Aber ihr seht, man muss keinen Bissanzeiger haben. Ich glaube, man sieht das ja eindeutig. Doch, hier vorne habe ich sogar einen drauf. So einen ganz teuren habe ich da drauf. Aber der macht auch keinen Ton, der macht nur Licht. Ach, ist ja gut, ey. So, 15 Meter. Ich glaube, man könnte auch in Richtung 20 Meter oder sowas, aber 15 Meter klippen. Habe ich den Clip eigentlich schon eingestellt? Komm, da zeige ich auch nochmal gleich eben, mit dem Clip einstellen, ne? Wäre vielleicht, oh, guck mal da, wäre vielleicht nicht so schlecht. Aber da ist auch schon wieder einer dran. Gerade ist ausgeworfen. Na, guck mal. Sofort ran hier mit dem Kleinen. Kleiner Kaulbarsch, perfekt. Und jetzt hier mit dem Clip Steuerung gedrückt halten, plus, minus. Und dann hat man halt die Meter als Schnurclip, dann auf 15 Meter. Nicht so maximal auswerfen und dann sieht man immer so einen kleinen Ruckler. Und wenn dieser kleine Ruckler kommt, dann weiß man, alles klar, ich habe die 15 Meter erreicht. Zack. Den nehmen wir auch mit. Das hier war übrigens Steuerung, rechte Maustaste. Zack, dann ist es dieses Anschlagen. Nochmal schön, dass man den auf jeden Fall hakt. Gerade wenn man merkt, dass dann Fisch irgendwie so ein bisschen mehr abzieht.
Zack, da war der kleine Ruckler in der Spitze. Wieder ein bisschen zurückkurbeln. So. Dann hat man die 15 Meter ausgeworfen. Ja, 53 Fische, das ist für mich immer halt so eine Kescher-Fülle, wo ich dann sage, alles klar, ich gehe mal zum Shop, beziehungsweise zum Café und dann gucken wir mal, was sich da so jetzt kohlemäßig schon alles verkaufen lässt, weil bei 53 Fischen, wenn man jetzt so auf Barsche geht, guck mal hier, sind hier schon 5 Barsche, Güster, 4 Güster ist schon mal gut, Karauschen, es gibt halt genug Aufträge, wo dann drin ist, verkaufe 5 Karauschen oder gib mir 5 Karauschen für so und so viel. Kaulbarsche sind auch einige schon drin. Rotaugen, da gibt es auch einige Aufträge mit. Deswegen, also die Anzahl so mit um die 50 ist immer ganz praktisch. Und wenn man da sagt, ja Mensch, ich angel jetzt eh noch irgendwie 2 Stündchen weiter, dann kann man auch einfach sagen, alles, Alter, 94, der war auch dick, ey. Dann angelt man halt einfach weiter und füllt den Kescher wieder auf und dann hat man auf einmal wieder, dann hat man auf einmal einen Auftrag, kann man abgeben, irgendwie mit 7 Karauschen oder sowas in der Art. Gucken wir uns das jetzt gleich einfach mal an. Ich renne mal eben zum Café. So, und da kommen wir hier so langsam an. Hier unten ist der Fischmarkt, hier oben ist das Café. Dann gucken wir einfach mal, welche Aufträge sind hier drin. Ja, und die laufen auch halt hier nach einer Zeit, Ingame-Stunden laufen die eben auch ab. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel sehe, dass die Laube in 7 Ingame-Stunden schon abläuft, dann warte ich sogar auch, dass ich zum Beispiel dann noch 7 Ingame-Stunden weiter angel. Vielleicht kommt ja hier nochmal ein guter Auftrag rein, bevor ich dann alles verkaufe. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel Karauschen. Und ich hocke da gerade vor. Aber hier in der Ecke steht nach Gewicht sortieren zum Beispiel, direkt hier über mir. Da klicke ich dann einmal drauf und dann sind die halt von den kleinsten bis zu den größten sortiert. Weil hier steht ab einem Gewicht von 30 Gramm 5 Stück. Bam. Das heißt, die ganz großen, die sind natürlich auch im Fischmarkt mehr wert. Die will ich ja dann nicht irgendwie für so einen günstigen Auftrag abgeben. Also ab 30 Gramm, das wären auch diese ganzen unmaßigen ohne Häkchen. Die verkaufen wir als erstes. Sind 8 Silber 56, das ist doch schon mal gut. Schläfergrundeln 3 Stück, auch hier nach Gewicht sortieren. 3 Stück, die unmaßig sogar sind, ab 20 Gramm. Und dann kann man die mit Steuerung, kann man die einzeln hier anklicken, beziehungsweise mit Shift kann man hier eine ganze Reihe dann anklicken. Beide markieren. Ah ne, 3 Stück. Zack, halt. So, bis da. Und dann verkaufen wir jetzt hier die 3 Stück auch nochmal für 8. Sehr gut. 8,80. 8,80, das ist, die werden normal, die werden nicht 1 Cent wert, oder? Da machen wir mal eben hier gucken. 8 Silber 80 für 3 räudige Schläfergrundeln. Kannst du nicht ausdenken. Nach Gewicht sortieren. Hier die 3. Wären zusammen 0,7, nicht mal 1 Cent, 0,7 Cent. Und die verkaufen wir jetzt hier für 8 Silber. Also Cent, sag ich, Silber. Also, so, ihr seht, wie wichtig diese Kaffeeaufträge sind. Zack, verkaufen. Barsche, 5 Stück, unmaßig. Zack, jetzt nehmen wir die alle mit, die sind alle nicht so riesig groß. Barsch kann, ich weiß nicht, über 1,6 Kilo werden. 1,6 ist Trophy. Barsch kann halt riesig groß werden. Aber die 5, die hauen wir jetzt raus hier. Für 9 Silber. Alter, das war doch schon, alleine das hat sich doch schon gelohnt jetzt hier. Hecht ist sehr schwierig hier. Dicker, fetter Karpfen habe ich nicht. Giebel habe ich auch nicht. 2 Stück mit, das sind auch winzige, ne? Güster. Ach nee, warte mal, ich hatte doch ein paar Güster. Siehst du, Güster zum Beispiel. Da sehe ich, das läuft noch 49 Stunden in-game. Da habe ich also noch ein paar Tage Zeit. Und in der Zwischenzeit, wenn ich jetzt gleich weiter angel, vielleicht fange ich gleich noch 2 Güster. Dann kann ich den Auftrag zum Beispiel abgeben. Das hebe ich mir jetzt schön auf, die Güster. Und dann habe ich in der Zwischenzeit, vielleicht kommen hier auch noch neue Aufträge rein. Das läuft dann hier danach ab. Hier der Hechtauftrag läuft auch bald ab. Siehst du. Also, in Gänze haben wir damit doch schon mal, was war das, 9... 18, 27, 5, ungefähr 25 Silber waren das doch jetzt schon ungefähr. Und wenn wir jetzt hier nochmal reingehen, bin ich in Gänze schon
bei 62. 70, um die 80 Silber jetzt knapp in einer Stunde gemacht. Mit den ganzen Kleinkram. Und bei den Kaulbarschen alleine. Alleine die Kaulbarsche sind schon 28 Silber wert. Also ihr seht, es lohnt sich tatsächlich auch, auf diese ganzen Kleinen zu gehen. Wenn man da mal eine Stelle hat oder da auch einen guten Köder halt, wie den Regenwurm verwendet, lüppt das eigentlich ganz gut. Und es kostet halt wahnsinnig wenig. Also, Attacke auf Grund, passendes Grundangel-Set und Tutorial auch zum Grundangeln und ähnliches hatte ich schon rausgebracht. Einfach mal diese ganze Tutorial-Serie von Anfang an gucken. Ich starte da zurzeit oder habe in dieser Tutorial-Serie gestartet mit einem Grundangeln bis Level 12 ungefähr. Und ab Level 12 geht es dann los mit Spinning, weil da kann man am Belaya dann angeln und ganz erfolgreich richtig gut Kohle machen mit Spinfischen. Einfach mal die Serie durchgucken oder einfach mal in den Live-Chat kommen, wenn ihr Fragen habt auf Twitch, montags, mittwochs und freitags. In der Regel ab 21 Uhr geht es da los mit Russian Fishing 4. Petri, ihr Krachlatten, zieht raus hier die großen und die kleinen Brocken. Immer dran denken, sparsam sein bis Level 22, sonst wird es am Ende echt schwierig. Bis zum nächsten Mal, Petri.